Guten Tag, mein Name ist Thorsten Glendel von der Firma Pinguin Mobile Tradition und wir beginnen jetzt in dieser Woche mit einem neuen Projekt, einem sehr interessanten Projekt, und zwar wir machen einen Youngtimer, einen VW Golf 3, Anfang der 90er Jahre Baujahr. Und auch bei diesen Fahrzeugen gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Sie sind von der Substanz her ja, natürlich noch nicht ganz so löchrig wie die anderen Oldtimer, die wir machen, die dann so 50er, 60er Baujahr und älter sind. Aber auch bei einer solchen, ich möchte jetzt noch nicht von Restauration sprechen, aber von einer kompletten Überarbeitung eines solchen Fahrzeugs mit über 20 Jahre Betrieb gibt es ja, unheimlich viele Sachen, auf die zu achten sind und wo ja, der Erfahrungsschatz von Lackierern, so wie mir, mit über 30 Jahren Berufserfahrung, ja, das ist unabdingbar, weil ja, man muss ein bisschen forschen und ein bisschen suchen bei diesem Fahrzeug, aber man findet dann den Rost, worum es geht. Und ich kann den Kunden halt eben immer nur wieder davon abraten, irgendwo die schnelle Lösung für die Überarbeitung eines solchen Fahrzeuges zu suchen, was halt eben schon 20 Jahre gelaufen ist oder draußen der Bewitterung ausgesetzt war. Da gibt es, ja, viel Rost ist noch nicht zu sehen, er ist aber schon da. Denn was viele nicht wissen, die werkseitig aufgetragene Rostschutzgrundierung ist nur begrenzt haltbar. Also das heißt, ein Auto, was 10 Jahre oder zwischen 10 und 15 Jahre halt eben draußen auf der Straße stand, der Bewitterung ausgesetzt war, da ist der chemische Rostschutz, der ab Werk aufgetragen wurde, verbraucht. Das heißt also, die Lackierung fängt unter der Lackschicht halt eben an zu rosten. Und viele Stellen, die ab Werk halt eben nicht mit einem ordentlichen Rostschutz versehen wurden, möchte ich Ihnen gleich mal so eine Stelle zeigen, halt eben, die fangen dann halt eben auch an zu arbeiten und zu blühen. Und eine schnelle, unsachgemäße Überarbeitung eines solchen Fahrzeuges zieht Riesenkosten mit sich, weil unser Kunde halt eben auch jetzt halt eben eine ordentliche Summe Geld in die Hand nimmt, weil er halt eben seinen Wagen überarbeitet haben möchte, über 20 Jahre halt. Der bekommt jetzt von einer roten Unilackierung bekommt er eine Metallic-Zweischicht-Lackierung, allerdings auch einen Original-VW-Ton. Und ja, dieses Geld, was er jetzt in diesen Wagen investiert, will natürlich gut angelegt sein. Und da sind wir Fachleute halt eben extra gefordert, weil viel Rost bei diesem Fahrzeug ja nur aufgrund von Erfahrungen halt eben zu finden ist und noch nicht unbedingt immer sichtbar ist. Ich will Ihnen das mal an zwei Beispielen mal zeigen. Und zwar überarbeite ich hier gerade die Türen des Golf 3. Und da ist es selbstverständlich, dass ich auch mal die Scharniere mal abschraube und mal da drunter gucke. Wobei hier außen noch fast nichts zu sehen ist von irgendwelchen Rostschäden. Aber ich weiß halt eben, dass in der Industrie diese Scharniere halt eben beim Lackieren der Tür selbstverständlich dran sein müssen. Und dass da halt eben keine Farbe und kein ausreichender Rostschutz drunter ist. Da ist blankes Metall drunter mit hier schon mal einem Ansatz von Flugrost. Bei dem anderen Scharnier, das habe ich jetzt schon fertig, musste ich richtig mit der Drahtbürste halt eben den Rost, der unterm Scharnier war, schon wegmachen. Und das sind halt eben alles solche Sachen. Die Türen müssen bei einem solchen Fahrzeug, auch wenn sie augenscheinlich gut aussehen, die müssen auf jeden Fall ausgebaut werden. Und ja, solche versteckten Stellen, die müssen halt eben mal kontrolliert werden, nachgebessert werden. Ich habe halt eben einen ordentlichen Säureprimer darunter angebracht und dann werden halt eben die Stellen von uns nachher noch gefüllert und ordentlich nachlackiert mit der Farbe, die der Kunde auf sein Auto jetzt haben möchte. Und ja, um die Stellen geht es mir halt eben. Die müssen gesucht und gefunden werden, überarbeitet werden und hier ist ja eine schnelle Arbeit nicht machbar. Hier muss wirklich ganz, ganz sorgfältig gearbeitet werden, weil der Kunde nimmt viel Geld in die Hand und will ein Top-Ergebnis haben. Und da muss halt eben wirklich akribisch überall gesucht werden nach dem Rost. Und ich will Ihnen das gleich mal zeigen, weil diese Türen zum Beispiel, die haben hier eine werkseitig aufgetragene Nahtabdichtung. Ich muss mal das Scharnier wieder fest. Eine werkseitig aufgetragene Nahtabdichtung, nämlich die hier, die erstmal auf den ersten Blick toll aussieht. Man könnte meinen,
sie einmal kurz zu überschleifen und dann halt eben mit der neuen Farbe überzulackieren. Ich habe aber beim genauen Studieren dieser Nahtabdichtung genügend Stellen schon gefunden, wo diese unterrostet war. Bin hier schon mal mit einem Luftdruckschleifwerkzeug mal langgegangen und habe den Teil der Nahtabdichtung abgeschliffen, der unterrostet war. Das kann so weit gehen, dass man unter Umständen mal die komplette Dichtnaht wegschleifen muss, weil sie halt eben leicht unterrostet war. Wie gesagt, es war von außen nichts zu sehen, aber das sind halt eben die Arbeiten, die halt eben den Unterschied machen, weil die Tür ist ausgebaut, komplett zerlegt. Für mich als Lackierer halt eben beste Voraussetzung, um halt eben eine qualitativ hochwertige Lackierung auf dieses Fahrzeug zu setzen. Und da muss ich einfach, schauen, dass ich auch mal unter solchen vermeintlich gut aussehende Nahtabdichtung mal drunter gucke, wenn ich kleinste Ansätze sehe von Rostunterwanderung. Ich möchte das mal bei der Motorhaube mal zeigen. Und zwar habe ich bei der Motorhaube angefangen, die werkseitig aufgetragene Lackschicht, die eigentlich nicht schlecht aussieht. Die hat hier vorne ein paar Steinschläge gehabt, aber an sich von der Fläche her klar, bewittert, verwittert, matt, aber sie sah nicht rostig aus. Ich habe jetzt mal angefangen, eben weil ich aus meiner Erfahrung halt eben weiß, dass solche alten Werkslackierungen halt eben anfangen, unterm Lack zu unterrosten, habe ich mal angefangen, habe diese Lackierung mal runtergeschliffen. Und diese Roststelle hier zum Beispiel, die noch zu strahlen ist, oder hier in der Mitte, hier ist eine Unterrostung, die von außen noch nicht zu sehen war. Das ist eine Unterrostung unter der Farbe gewesen, die war von außen nicht sichtbar. Und das sind halt eben die Stellen, warum eine solche Überarbeitung von solch einem Fahrzeug, älter wie 20 Jahre, das ist richtig Arbeit, das braucht richtig viel Erfahrung und ein schnelles Überarbeiten, ein bloßes Mattschleifen der Teile, weil sie noch gut aussehen und einfach überlackieren, bedeutet unter Umständen für den Kunden und natürlich auch für die Werkstatt, die es ausgeführt hat, hinterher eine Nacharbeit, eine kostspielige Nacharbeit, weil unter Umständen das komplette Fahrzeug nochmal nachgearbeitet werden muss, wenn da halt eben geschlust wird. Und ja, wie gesagt, wir gehen solchen Sachen halt eben auf den Grund. Wir lassen uns nicht von dem ersten Schein dieser Teile täuschen. Wie gesagt, das Fahrzeug hat 20 Jahre und mehr auf dem Puckel. Und wir Profis wissen halt eben, wie damit umzugehen ist. Ja, und deswegen bekommt unser Kunde bei uns die allerbeste Qualität. Vielen Dank.